Thomas Gottschalk, überraschendes Selfie Boris Becker. Seit Ende März postet Thomas Gottschalk, 72, fleißig Beiträge auf Instagram. Bei seinem neuesten Post handelt es sich nun um eine regelrechte Rarität, er überraschte Fans und Follower mit einem gemeinsamen Selfie mit Boris Becker, 55. Auf dem die beiden in dunklen Anzügen gekleidet in die Kamera lachen. Was genau es mit dem Foto auf sich hat, geht aus dem Posting nicht hervor. Gottschalk schreibt dazu lediglich Gangster unter sich und versieht seinen Kommentar mit einem zwinkernden Emoji. Becker äußerte sich zu dem Beitrag ebenfalls nicht. Dass die beiden seit Jahren eine Freundschaft verbindet, ist bekannt. Darüber hinaus war Becker bereits einige Male in Gottschalks beliebter ZDF-Show Wetten. Das, zu Gast, das erste Mal im Jahr 2000. Kurz nach Beckers Gefängnisurteil im Frühjahr 2022 und den damit einhergegangenen Schlagzeilen hat Gottschalk den Tennisstar öffentlich in Schutz genommen. Der Bild-Zeitung sagte er unter anderem, Boris hat keine verarmten Omas abgezockt. Sondern im schlimmsten Falle sind ein paar reiche Geldgeber etwas ärmer geworden. Für ihn sei Becker ein Athlet, der sportliche Hochleistungen vollbracht und dafür in seinem Leben einen hohen Preis gezahlt habe. Er fügte hinzu, das Publikum hat zuerst seine Erfolge beklatscht und berauscht sich jetzt an seinem Niedergang. Anführungszeichen. Nach 7 Monaten Haft ist Becker im Dezember 2022 frühzeitig aus einem Gefängnis in England entlassen worden. Seither ist er wieder regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Am 7. April erschien außerdem seine Doku Boom. Boom. The World vs. Boris Becker bei Apple TV+.